Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Hier ist Marco Hagemann und bei mir ist unser Experte Hansi Küpper. Ich danke dir und ich hoffe mal, dass wir alle beim Abpfiff sagen werden, danke, dass wir dabei sein dürfen. Die Partie hat begonnen. Subotic spielt den Ball in den Gefahrenbereich hinein. Ja, der ist drin! Einfach und haltbar. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach, trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Castro versucht die Gasse zu finden. Das ist die Möglichkeit. Ein super Tor. Und jetzt ziehen sie davon und tschüss. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Castro hat gerochen, wo der Ball hinkommt und das, was er dann mit dem Ball anstellt, das ist Extraklasse. Ein schönes Tor. Nuri Sahin spielt das Ding lang. Gut gemacht. Damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart. Der Halbzeitpfiff des Schiris bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Mit einem 2:0 gehen sie in die zweiten 45 Minuten. Die letzten 45 Minuten der Partie entscheiden über das Schicksal der Teams in dieser Gruppe. Schürrle. Er versucht ihn da durchzuspielen. Gut gehalten vom Torhüter. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Nuri Sahin spielt den Ball nach rechts. Lukas Piszczek mit einem mutigen... Und drin ist er! Und so langsam aber sicher kriegt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Klasse Hereingabe und dann hatte er leichtes Spiel. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Er probiert es mal mit dem Heber. Und der kommt durch. Er zieht in Richtung Tor. Mancher hat da hinten ein Stoßgebet gen Himmel geschickt. Auf den müssen Sie aufpassen. Kaum einer dribbelt so schön, so stark, so effektiv wie er. Aber er lässt die Chance liegen. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. Das ist das perfekte Umschaltspiel. Das ist Konterfußball par excellence. Ganz schnell sind sie in den Gegenangriff gegangen und sie haben das Tor gemacht. Guter Einsatz auf der rechten Seite. Mal sehen, wie es weitergeht. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Schauen Sie sich das an. Grenzenloser Jubel, wo man hinschaut. Jetzt ist klar, Sie sind in der K.O.-Runde dabei. Jetzt beginnt die ganz heiße Phase. Sie wollten unbedingt weiterkommen und Sie haben heute das Weiterkommen klargemacht. Für die Fans ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen.